Ich heiße Manuela Lehmann und ich komme von Zug. Ich bin 29 und ich arbeite als Gerichtsschreiberin beim Verwaltungsgericht Luzern. Ich hatte mit 16 einen Sportunfall und bin seither Tetraplegikerin. Das heisst, meine Beine, mein Oberkörper ist gelähmt, auch die Finger kann ich nicht bewegen. Nur eigentlich noch Teilmuskeln der Arme. Sie hadert nicht mit ihrem schweren Schicksal, sondern sie schaut immer positiv in die Zukunft, schaut immer vorwärts. Ich finde, mein Handicap-Wahl ist eine super Gelegenheit, einfach auch mal auf Probleme aufmerksam zu machen, die Leute mit Behinderungen halt haben. Manuela wäre die perfekt für mein Handicap, weil sie durch ihre starke Person, die sie ist, auch wirklich das kann anderen behinderten Menschen weitergeben und ihnen Mut machen, weil sie selber eben den Mut nie verliert und immer irgendeinen positiven Aspekt aus allem daraus zieht.